Wir sind da. Hier ist deine Überraschung. Wo denn? Ich sehe nichts. Na hier, mach mal die Augen auf. Siehst du nicht all diese Bäumchen da? Heißt das, du hetzt mich mit dem Fahrrad durch Halbrheinhessen, um mir hier armselige Bäumchen zu zeigen? Na, herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Für dich. Du findest hier nämlich ein Geburtstagsgeschenk für dich. Geh mal auf die Suche. Wer sucht, der findet. Unter welchen Bäumchen soll ich denn suchen? Soll ich am Ende noch anfangen zu graben? Nicht am Ende. Das Graben steht am Anfang. Aber das hat schon jemand für dich übernommen. Hä? Nix, hä? Auf dieser ganzen Fläche wurden Löcher gegraben und von Baumpaten Bäumchen gesetzt. Und jetzt wächst hier irgendwo auch dein Geburtstagsgeschenk. Ein Baum, der dein Namensschild trägt. In echt jetzt? In echt. Cool. Findest du das wirklich cool? Ja, schon irgendwie. Naja, eine neue Spielkonsole wäre mir schon lieber gewesen. Nein, Scherz. Wirklich cool. Wirklich cool. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Naja, genau genommen bist du selbst auf die Idee gekommen. Du hast dich doch neulich so aufgeregt, dass in Brasilien und anderswo so massig viel Regenwald abgeholzt wird. Und dass es ein riesiges Problem für das Weltklima ist, ja, ja. Genau, ist es ja auch. Und uns beiden war sonnenklar, dass man etwas dagegen tun muss. Sehe ich auch jetzt noch so. Aber der einzelne kleine Mensch ist doch viel zu schwach und überfordert, um das umzusetzen und diesen Wahnsinn zu stoppen. Da müssen die Politiker doch was machen. Gesetze erlassen, Brandstifter ins Gefängnis stecken und so weiter. Ja, Politiker haben es auch nicht so leicht, etwas Gutes zu erzwingen. In manchem ist man auch einfach ohnmächtig. Und was hat das jetzt mit diesen Bäumchen zu tun und mit deiner Geschenkidee zum Geburtstag? Willst du diese Bäumchen jetzt per Flugzeug nach Brasilien schicken, oder was? Natürlich nicht. Aber wenn anderswo Wald verloren geht, dann pflanzen wir hier herum halt neue Bäume an. Das klappt doch nie. Das kostet doch einen Haufen Geld. Und so viele Bäume, wie dort verloren gehen, kannst du hier gar nicht so schnell anpflanzen. Stimmt. Aber soll ich deswegen gar nichts tun, nur weil ich mir ohnmächtig vorkomme? Gute Ideen machen Schule. Aus einzelnen Bäumen wird ein Wald, ein Schulwald. Aus Schulwäldern werden schöne Mischwälder. Schulwald? Ja, Schulwald. Wie Baumschule und so. Die Bäumchen müssen ja noch heranwachsen, bis sie groß und stark werden. Ja, und? Ja, und? Die nächsten, sagen wir mal, 30 Jahre kannst du als Pate immer mal wieder hierher gehen, darauf achten, dass niemand hier illegal Müll entsorgt und nach den Bäumchen schauen. Ich glaube, sogar Schulen können Patenschaften übernehmen und in einem eigenen Schulwald mit ihren Klassen den Bäumen sozusagen beim Wachsen zusehen, über viele Jahre hinweg zumindest. Und was soll das bringen? Das dauert doch alles viel zu lange. 30 Jahre, ich bitte dich. Weißt du was? Wenn wir nachher zurückfahren, dann schau doch mal in die Gärten. Da siehst du Bäume, die sind schon 50 oder 60 Jahre alt. Es gibt welche, die sind sogar über 100 Jahre alt. Ja? Was glaubst du, wer die gepflanzt hat? Ein Kind? Die Eltern? Oder wer? Nein, wahrscheinlich eher die Großeltern oder gar die Urgroßeltern. Oder sogar wildfremde Menschen, die irgendwann dieses Grundstück bewohnt haben und dann auch verkauft haben. Und die wahrscheinlich längst tot sind. Aber als sie gelebt haben, haben sie einen Baum gepflanzt. Oder mehrere Bäume. An einer schönen Stelle, an der sonst nichts war. Da wussten sie wahrscheinlich teilweise schon, dass sie diese Bäume in ihrer vollen Pracht gar nicht mehr sehen würden. Stimmt. Und trotzdem haben sie die Bäume gepflanzt, weil sie wussten, dass es einfach gut ist, Bäume zu pflanzen. Für die nächste und übernächste Generation. Du meinst, sie haben aus reiner Solidarität und Nächstenliebe ein Bäumchen gepflanzt? Einfach nur so? Einfach nur so, ja. Sie hatten den Mut, Samen zu kaufen oder Schösslinge und sie in die Erde zu senken. Und sie hatten Vertrauen, dass so ein Samenkorn sich schon entfaltet.
und dass die Saat aufgeht. Mit entsprechender Pflege, guter Bewässerung und ausreichend Sonne gedeiht die ganze schöne Schöpfung. Schöpfung? Ja, Schöpfung. Das Geheimnis des Wachsens liegt im Wesen der Natur. Die Natur ist das größte Geschenk an die Menschheit. Dahinter steckt ein echt guter Plan. Guter Plan? Du meinst Gott oder so? Ja, Gott oder so. Dann müsste man annehmen, dass es ihn gibt und auch noch annehmen, dass Gott uns liebt. Ich nehme an, das kriege ich hin. Und außerdem nehme ich etwas anderes an, Gottes Liebe. Und je mehr ich diese Liebe teile, umso mehr erfahre ich davon. Und umso mehr verbreitet sich diese Liebe. Da hast du aber ganz schön viel Vertrauen. Naja, schon. Lange Zeit hatte ich aber auch ganz schön wenig Vertrauen und nur ganz wenig Mut, an Gott zu glauben. Aber ich kann dir sagen, das wächst. Und es ist ziemlich cool, so zu glauben. Und dazu hast du mich hierher zu diesem Schulwald geschleppt? Hierher habe ich dich erstmal geschleppt, damit du dein Geburtstagsgeschenk sehen kannst. Wenn du das weitererzählen möchtest, gerne. Wer weiß, wie das so ist mit den Ideen, die Schule machen. Vielleicht machen immer mehr Leute mit bei so einer Pflanzaktion oder bei so einem Schulwald oder verschenken Bäume zum Anpflanzen. Und hoffen, dass alles wächst und gedeiht. Und die Welt immer mehr Luft zum Atmen bekommt. Und etwas anderes wächst auch. Vertrauen? Ja, Vertrauen. Und eine gute Einstellung, Liebe zur Natur, zur Schöpfung und Solidarität zwischen den Generationen, zwischen allen Menschen dieser Welt. Und der Glaube, dass Gott es gut meint mit dieser Welt und seiner ganzen Schöpfung. Aha, eine Evolution des Glaubens. Und des Vertrauens, ja. Ich habe da mal gelesen, Martin Luther hätte gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Oha, das ist ja auch meine Einstellung. Und? Hat er es gemacht? Bäumchen gepflanzt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich mehrere. Das allerletzte musste er ja nicht einpflanzen. Die Welt ist ja, wenn ich mich so umschaue, noch nicht ganz untergegangen. Na, dann besteht ja Hoffnung. Alles Einstellungssache, oder? Oder eine Glaubenssache. Ob ich den Mut habe, zu glauben, dass kleine Anfänge große Wirkung haben können. Für mich und sogar für die ganze Welt. Einfach gute Dinge tun, ohne dass es nur um mich und meine kleine Welt geht, sondern um etwas Umfassenderes. Ich mach mal ein Foto von meinem Bäumchen mit meinem Namen drauf. Und dann fahren wir wieder los? Nein, dann stelle ich es ins Netz, soziale Netzwerke und so. Und dann geht's los.